Yo, servus zusammen, was geht ab, liebe Leute? Jetzt gibt's endlich auch mal wieder ein Video von mir, auch wenn das letzte Video echt schon lang her ist, aber jetzt kommt mein Jahresrückblick raus. Ich habe wieder viel erlebt 2019, ich habe echt coole Leute kennenlernen dürfen, bin mega dankbar für alle Erfahrungen, die ich machen konnte. Meine Taucherlizenz gemacht, habe meine Paraglide-Ausbildung gemacht, war 3 Monate in Asien unterwegs, leider ohne meinen Van, weil schon ein paar gefragt hatten. Aber hab da eine riesen Motorradtour gemacht mit einem Kumpel zusammen. Hab erfahren, was es heißt, 10 Tage zu schweigen in so einem Schweigekloster. Da kommen jetzt demnächst auch noch ein paar Folgen hier raus. Und ja, was gibt's ansonsten zu sagen? Und ansonsten muss ich sagen, war 2019 einfach voll das geile Jahr. Ich hoffe, euer Jahr war auch mega geil, aber jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei meinem Jahresrückblick 2019. Haut rein! Gerade auf dem Weg auf so einen Cliff hoch, direkt an der Stadt. Die Luftfeuchtigkeit ist hier so fucking hoch. Ich bin jetzt richtig am Arsch.
20 kann starten. Das Dream Team ist wieder unterwegs. So, ich hoffe, euch hat das Highlight-Video von 2019 von mir gefallen. Jetzt muss ich kurz Licht anmachen. Es waren 4 Terabyte Videomaterial, was ich da verarbeitet habe. Also es war ein echt großes Geschnipsel. Bisher, glaube ich, eines der aufwendigsten Videos, die ich gemacht habe. Ja, und wie gesagt, es ist ein Highlight-Video. Mein Jahr war nicht nur so, sondern es sind auch viel beschissene Sachen passiert, die ich da natürlich nicht reinbringe. Da man in beschissenen Zeiten einfach keine Kamera da hat. Aber dadurch, dass ich wirklich auch viel Positives erleben konnte im Jahr 2019, will ich jetzt was zurückgeben. Ihr seht in der Videobeschreibung einfach verschiedene Artikel, also Bücher, die ich gelesen habe, die ich sehr inspirierend fand. Es ist ein Dankbarkeitstagebuch dabei, das ich verwende. Wenn ihr das einkauft, dann bekomme ich eine Provision von 5 oder 10% und ich werde von meinem persönlichen Geld 100% auf diese Provision drauflegen und das ganze Geld werde ich an den sozialen Zweck spenden. Falls ihr da eine Idee dazu habt, was für einen sozialen Zweck, ich weiß es noch nicht genau, was oder wohin ich spenden soll, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss was zurückgeben oder ich will was zurückgeben, einfach ja, weil ich wirklich viel Positives erfahren habe in dem Jahr 2019. Und ich auch beim Reisen merke, je mehr ich reise, einfach extrem dankbar werde, was wir alles haben hier in der westlichen Welt. Allein, dass wir hier in Deutschland groß geworden sind, da mussten wir nichts dafür tun, aber wir sind so unglaublich privilegiert dafür, dass wir hier aufwachsen konnten. Und es gibt uns so einen riesen Vorteil und Bonus im Leben. Deswegen möchte ich da einfach noch ein paar Gedanken dazu vielleicht in euch wachrütteln. Aber ja, deswegen will ich was zurückgeben und in dem Sinne, ich wünsche euch ein ganz geiles Jahr 2020, vielleicht auch die eine oder andere mega geile Erfahrung unterwegs auf Reisen oder sonst irgendwo. Und ja, viel Spaß beim nächsten Video. Wir sehen uns und einkaufen unten. Ciao.